brauche ja Kills. Oh, das war ich nicht, das warst du. Ey, das ist immer so. Ich treffe immer nicht. Ja. Komm. Ey. Ist irgendwie immer so, dass wenn ich auf Gegner ziele, dass ich die nicht platt kriege. Ist immer ein anderer, die platt macht. Warte jetzt, wenn du den hier anschießt. Treffen natürlich nicht. Das war jetzt natürlich Glück, weil das war kurz vor dem Kamikaze. Oh, das ist jetzt eine Rakete? Was machst du? Machst du das? Ich hatte gerade so, nee, so einen violetten Faden an mich rangezogen. Gucken, wo ist denn jetzt diese Barke hin? Bin dran. A ist auch fertig. Aha, es ist nur noch B übrig. Genau. Der ist aber schnell. Oh, die Piraten, die erscheinen genau vor meiner Nase hier. Die kommen jetzt natürlich noch dazu, die Piraten, wa? Ja. Oh, das war knapp. Magazin ist leer, hab keine Raketen mehr, aber gut, wir haben es geschafft. Ja. Und jetzt müssen wir die quasi verteidigen, weil jetzt ein Gegenangriff auf uns zukommt, wa? Jetzt kommt der Boss. Der Boss kommt. Ah, na super. Genau. Also zuerst, wir machen alle kleinen Schiffe. Ja. Wir zerstören erstmal alle kleinen Schiffe. Und dann gehen wir auf den großen los. Okay. Aber halt dich von den großen am Anfang, bis wir die kleinen zerstört haben, fern, weil wir haben eine mega Waffe, die dich beim Handschotten kann. Gut, das ist die Frage, woran erkenne ich denn den großen? Also der hat dann so einen Totenkopf, weiß ich. Okay. Wird die Munition bei mir immer wieder aufgefüllt von jedem Level oder wie funktioniert das? Ja, also bei jedem Anfang wird das aufgefüllt. Oh Mann, ey, das sehr träge ist das Flugzeug, finde ich. Wieder eins kaputt. Hier direkt noch eins. Ja, ist schnell, ey. Ah, du, Mann. Aber natürlich wenig, die halten nicht viel aus. Wenig Schild haben sie. Ja. So, und jetzt sind wir Piraten aufgetaucht, kann das sein? Oder sind das einfach normale Gegner hier? Na, das ist jetzt Welle 1. Wir haben 10 von 25 Gegner. Ich hab wieder so einen violetten Faden an mir kleben. Also dann beschießt dich, so macht jemand negative Effekte auf dich. Schaden. Also er verlangsamt dich. Was ist denn das Diffusionsschild ganz genau? Da nehme ich keinen Schaden. Oder wie ist das? Dann fängt das Schild den Schaden ab, nicht? Oder wie ist das? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Also du hast ja verschiedene Nebenbei-Module. Und ich habe bei mir ein Modul stehen, das mein Schild wiederherstellt. Okay. Und das andere, das macht meine Waffe stärker. Wow, der Boss ist da. Glaube ich. Okay, so was habe ich mal noch. Nicht so genau wüsste, was das bedeutet, wenn ich auf meine Zahlen drücke. Man muss erst die Raumschiffe mal ganz genau kennenlernen wahrscheinlich. Naja, am Anfang ist es gut, wenn du dir, sag ich mal, eins aussuchst und erstmal damit so rumfliegst. Also im PvE auch, damit du die Bewegung
Ich habe gestern gar nicht. Wenn ich wusste, dass es mit dem PvE so geht, da hätte ich das ja gestern schon gemacht. So. Ja. Okay. Und da ist der Boss. Oh, jetzt sehe ich einen Totenkopf, alles klar. Oh, ich bin natürlich erstmal da ran. Jetzt wird also alles auf den drauf oder was? Ja, genau. Also, das ist jetzt Welle 2 und wir haben 0 von 5 Gegner. Jetzt ist nur der Boss da. Ja. Und dann irgendwann ruft er Verstärkung und die müssen wir erstmal weg machen. Okay. Und da kommen sie schon. Achso, meine F ist natürlich kacke. Jetzt sind sie schon die ersten Gegner da, oder was? Ja. Nur mal schauen, gehen wir da mal ran. Sind sie weg, wa? Ja. Ah! Jetzt schießt er auf mich seine scheiß toten Kugeln. Ich hab keine Raketen mehr, scheiße ist das. Oh, jetzt bin ich fast einen rangeflogen. Nachgeladen. Das werden die nachgeladen jetzt? Ah, der schießt. Naja, ich hab noch zwei Raketen da, deswegen. Waffe überhitzt. Dagegen müsste ich was tun. Kann man das irgendwie leveln, dass die Waffe nicht so schnell überhitzt? Ja, kannst du auch machen. Also es gibt dann sozusagen eine Forschung, die du machen. Und der Arsch schießt immer noch auf mich. Jetzt ist er gerade gegen den Kopf. Nee, der ist nicht gegen den Kopf geflogen. Oh, sah ganz danach aus. Jetzt hat er den Schild mehr. Wow! Oh, es hat. Oh, okay. Warte, was geht jetzt ab? Ich muss mal eben gerade zur Seite. Irgendwas schießt hier mit Feuer auf mich. Naja, das ist der. Und er schießt auf mich. Wir sind Gegner da. Ich glaube, wenn du dich. Oder es sind Gegner da. Ja. Wenn du dich hinter. Also, wenn du dich hinter irgendwelchen Gegenständen versteckst, dann kann das diese Kugeln oder überhaupt alle. Alle auf dich gerichteten Angriffe ab. Also, hinter. Was sind das denn? Das ist doch. Schiff. Was? Das ist ja nicht einfach so irgendein Gegner, das ist ja schon ein richtig hartes Raumschiff. Leutnant. Krass. Oh, Alter, wir haben den Boss besiegt. Siehst du das richtig? Ja, Hammer. Jetzt kann ich hier irgendwas hast looten. Du da, genau, hast du da so einen violetten Kreis? Ja. Ach, pass mal auf, jetzt habe ich da drinnen, pass mal auf, jetzt habe ich verwerten im Labor, da steht eine 9 und da kostet mich 34 Geldtaler, glaube ich. Das andere heißt 1 verwerten für frei. Was nehme ich denn da am besten? Soll ich das Geld investieren und 9 verwerten im Labor machen? Nee. Frei machen. Einfach nur 1 verwerten für frei, okay. Ja. Aber ich habe natürlich keine Ahnung, was das gewesen ist. Jetzt habe ich nochmal. Achso, Kit für Reparatur, Kit M1 ist das. Und da habe ich 1 oder 9. So, ich habe Trophäen eingesammelt. Achso, jetzt haben wir noch eins hier. Suchen wir nach Beute. Eine Trophäe eingesammelt. Verbund, irgendwas. Gut. Also hier sammelst du sozusagen manchmal Schrott ein. Ja. Manchmal echt gute Gegenstände. Also ich habe jetzt Iridium. Du hast wertvolles Iridium eingesammelt. Dann habe ich eine Trophäe, ein Kit für Ionenunterbrecher. Und dann habe ich nochmal Iridium. Und dann habe ich noch Verbundpanzerungsfragmente. Na gut. Ja, Hangar. Ja, tatsächlich. Victory, Achtung, dein Booster ist abgelaufen. Du kannst den Booster jetzt gleich verlängern oder einen neuen kaufen. Diamantbeschichtung. Was ist denn das? Achso, den Booster, den du dir gekauft hast. Ja. Die sind nur auf Zeit. Also nur bestimmte Zeit. Okay, dann lasse ich das mal einfach sein. So. Jetzt haben wir hier. Gewinne ein Spiel, habe ich erfüllt, kriege ich 15.000 von dem. Jetzt habe ich von Asonex den Auftrag. Erreiche Synergie Level 2. Das müsste ich ja auch schon geschafft haben. Ja. Jetzt haben wir neue Aufträge. Erreiche das maximale Synergielevel auf einem Jerio-Schiff. Und kaufe ein Cealot Wächterfregatte. Okay, also wir machen jetzt hier maximales Synergielevel auf dem Jerio-Schiff. Aber das schaffe ich nicht. Nee, nee. Scheiße, ey, da brauche ich noch viel mehr Synergie, weißt du das?
Dann steht hier Müssen wir einfach mit den Schiffen dann mehr fliegen. Aber was ist denn eine Zealot-Wächterfregatte? Wo kaufe ich denn die denn? Zealot. Wenn du aufs Schiff sitzt. Ja. Hier unten, Zealot für 70.000. Kaufen wir doch die, wenn es die Aufgabe ist. Kaufen wir sie. Belohnung, Kommandant. Neuer Rang erreicht. Okay, schließen. Verträge, Crew, also, neues Implantat. Schließen. Okay. Genau. Nee, wenn du auf Crew drückst, ja, so F2, dann hast du diese... Naja, früher waren das Implantate, mein... Hier kannst du sozusagen das Schiff nochmals aufbessern. Aha. Wenn ich auf Q, genau, drücke. Ah, hier oben. Q Alpha, Q Bravo. Das ist doch Resident Evil. Bravo. Charlie, nee, und Delta. Also links hast du ja Q Alpha. Ja. Und hast du auch diese Levelanstiege. Genau. Und pro gestiegen, also pro gekauftes Schiff. Schiff der nächsten Stufe sozusagen, ich habe jetzt Stufe 4 und wenn ich mir das Schiff bin, kann ich mir sozusagen neues Implantat reinsetzen oder neuen Crew-Mitglied. Okay. Und kann man, also ich habe jetzt hier oben 6 Symbole. Also ich habe von links nach rechts die Zahlen 1 bis 15 stehen und unter der 1, genau, zum Beispiel 3 Sachen und unter 2 auch nochmal 3 Sachen. Jetzt kann ich mir quasi raussuchen, was ich davon haben will. Also ich, genau, habe Neuroregler, also Gigas. Was für dich besser ist. Okay. Neuroregler Armadillo. Aha. Das heißt, hier unten steht es ja. Erhöht die Höhenstärke um 25% oder erhaltener Explosionsschaden an der Schiffshülle wird um 15% verringert oder erhöht die Resistenz der Schiffshülle gegen alle Schäden um 20 Punkte. Nehmen wir das und dann habe ich hier noch verringert die Dauer von Kontrolleffekten. Erhöht die Sensorenreichweite um 75%. Verringert die Zielerfassungszeit. Das klingt ja ganz gut. Dann nehmen wir das gleich so. Okay. Aha, und mit jedem neuen Schiff bekomme ich quasi dann eventuell auch eine neue Crew. Erfordert 15. Stufe dann auf der Jährigstufe. Ach so, alles klar. Gut. Genau. Und diese Crew Alpha, Crew Bravo, da sind dann, dass die verschiedene Variationen sozusagen. Ach, das muss ich ja auch noch einbauen. Da steht Beispiel. Implantate nicht eingebaut. Ein oder mehr Implantate wurden nicht implantiert. Möchtest du die zuvor ausgewählten Implantate wirklich einbauen? Wie ist das gemeint? Muss ich die erst kaufen vorher, die Implantate? Ja. Also, der. Ach, guck. Reimplantation 500.000 Stationen. Doppelklick, um Implantate zu ersetzen. Ja, wenn du das neu machen willst. Also, wenn du das nochmal ändern willst. Ich schreibe einfach auf Ja jetzt. Ja, ich möchte die einbauen. Geld hat mich nicht gekostet. Jetzt gucke ich mal, was hier drin steht. Ja, die sind angekreuzt, auch die beiden. Aber ob es jetzt funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Okay. Naja, das sind sozusagen die Passiveffekte deines Schiffes. Ja, okay, die habe ich jetzt damit. So, nutze das Modul. Nutze das Modul Param 3.1 der Wächterfregatten im Kampf, um dem Schild entsprechenden Schaden zu absorbieren. Das ist also die nächste Aufgabe. Installiere ein Implantat. Ja. Müsste ich jetzt auch fertig haben, oder? Ja, habe ich also damit gemacht. Jetzt kommen hier Aufträge rein. Zerstöre 30 feindliche Schiffe in einer PvE-Mission. Beende eine Mission erfolgreich, gehe auf Karte neben Kampf, wähle eine PvE-Mission und klicke auf Start. Jetzt kann ich also auch PvE-Missionen machen. Gut. Genau. Das heißt, jetzt brauche ich ein anderes Schiff. Und, Ronny. Ja? Du hast... Also, wenn du links oben gehst, siehst du ja über den Schiff. Ja? Verschiedene Symbole. Ja? Und diese Symbole sagen dir, welche Rolle das Schiff spielt. Also diese Rhombusse sind so Kampfschiffe, die Herkules sozusagen, Kampfschiff. Die haben, okay. Mit dem Kreuz drin meinst du jetzt, Genau. Okay. Also überhaupt dieser Rhombus, das sind Kampfschiffe. Die Dreiecke oben, da sind die, die Kundschafter, sag ich. Aha, der Abfänger die zum Beispiel. Die sind nicht so stark, ja, aber okay. Die sind sehr schnell. Aha. Dann hast du unten so ein Viereck mit einem Kreis drinne. Warte, ich such's mal eben. Ja, ein Rhombus mit einem Kreis drinne, ja.